Mao will nicht weniger als eine Neuordnung der Welt. 1957 befiehlt er eine Kampagne gegen Spatzen, weil diese angeblich zu viel Getreide fressen. Du Mistvogel, Verbrecher seit tausenden Jahren, heute rechnen wir mit dir ab, lautet ein Gedicht aus jenen Tagen. Hunderttausende Chinesen müssen stundenlang auf Trommeln und Töpfe schlagen, um die sensiblen Vögel so zu ängstigen, dass sie in der Luft bleiben und schließlich vor Erschöpfung tot vom Himmel fallen. Die bizarre Logik der Aktion: Millionen tote Spatzen sparen tonnenweise Getreide ein, Nahrung für das ganze Volk. Am Ende haben die Chinesen fast 2 Milliarden Spatzen getötet. Die Folge: Insekten und Ungeziefer vermehren sich rasend. Mao räumt seinen Irrtum ein und ändert den Plan. Er befiehlt: Nehmt die Spatzen von der Liste und schreibt die Kakerlaken drauf. Später muss China zur Eindämmung der Insekten Spatzen aus der Sowjetunion importieren.